Welcome back. I'm not sure what you two spoke about, but I trust it was well worth the time. Ich weiß ja nicht, über was ihr beiden da gerade geredet habt, aber es war wohl die Zeit wert. Ja, auf jeden Fall war es die Zeit wert. Yes, most definitely. Precisely. There is something in Erebonia. Ja, irgendwas ist da in Erebonia. Was nur? Was verführt die Leute, den Weg ins Chaos zu gehen? Something which bends people's minds and steers them toward chaos. Ist ja ein bisschen fast wie bei Persona 4, würde ich mal sagen. Also beziehungsweise 3 und 4, wenn man Persona 3 und 4 so als Einheit sieht. Letztendlich eine, vielleicht eine bösartige Wesensheit, die die Leute manipuliert. Rain. It's nothing. Major, can I ask you something? Major, darf ich dich um was bitten? Finished with your chat? Your Excellency. It would appear you want no need to speak with me about something. Es scheint mir so, als ob du mit mir sprechen möchtest. Besser gesagt, mit mir sprechen musst. I can't take too much time out of my schedule, but I have a room prepared. In meinem Terminplan ist nicht mehr viel freie Zeit, aber ich habe dennoch einen Raum vorbereitet. Shall we? Yes, let's go. Ash. Where are you headed, Ash? Wo willst du denn hin, Ash? Eh, I gotta take a piss. Wanna join me? I think I'll pass. But let me say this. Don't so much as think about sneaking out. Huh? I admit it's a bit nerve-wracking, but this truly is a special event. We should all enjoy it together as Class 7. Who would have guessed the pretty boy was just as big of a nag as that wild filly? Maybe somewhere along the line, I let those guys get to me. Oh, is something the matter, sir? Oh, yeah, I was just on my way back from the bathroom, but I noticed something strange. Something strange, sir? Yeah, it's just around the corner here. I believe this will be the first time we've been able to speak one-on-one like this. Also mir ist noch nicht ganz klar, mit wem Ash da gerade gesprochen hat, oder ob es nur eine Stimme in seinen Gedanken war. Und was er jetzt mit diesem Angestellten da veranstaltet. Wahrscheinlich wird er ihn niederschlagen. Also was Ash vorhat, ist mir noch völlig schleierhaft. Ja, das ist wohl das erste Mal, dass wir uns hier so unter vier Augen unterhalten können. Since of course that day, 14 years ago. Zumindest seit 14 Jahren. His Majesty told me. General Craig, too. Ja, der Kaiser hat mir davon erzählt und General Craig auch. So I've heard. Ja, das habe ich gehört. His Majesty knows the truth of my circumstances. More or less. Seine Majestät kennt die Wahrheit meiner Umstände. Zumindest mehr oder weniger. Craig and Van Dyke, on the other hand, only know the facts that float on the surface. Während Craig und Van Dyke nur die Tatsachen kennen, die an der Oberfläche schwimmen. They remain in the dark as to what truly happened to Brigadier General Gilliath Osborne. Sie tappen im Dunkeln, was wirklich geschehen ist.
mit dem Brigadegeneral Gilius Osborne. Then will you tell me? Wirst du es mir verraten? What happened 14 years ago? Was ist vor 14 Jahren passiert? Ja, da habe ich auch noch eine Theorie in den Kommentaren gelesen. Die toten Jäger um das Haus von Osborne herum, dass vielleicht Osborne die ganzen Jäger erschlagen hat. Und dann habe ich mir überlegt, vielleicht hat auch Rian mit seiner Superpower im Alter von 6 Jahren diese Soldaten alle umgebracht, weil die Soldaten seine Mutter umgebracht haben. Why did you leave me? Why did you leave your son? Why did you become a completely different person? Warum hast du mich verlassen? Warum hast du deinen Sohn aufgegeben oder verlassen? Warum ist aus dir ein komplett anderer Mensch geworden? Ja, den Sohn hat er wohl weggegeben, damit dem Sohn nichts passiert. Aber warum ist er zu einem unterschiedlichen Menschen geworden? You trampled over everything in your way, robbed the people of their pride and independence, and planted the seeds of the civil war. Du hast alles in deinem Weg niedergetrampelt, hast die Menschen ihres Stolzes und ihrer Unabhängigkeit beraubt und hast die Saat des Bürgerkrieges eingepflanzt. After what you did to Jorai, you annexed Crossbell and North Ambria. And now you're planning a war with Calvard. Nachdem was du Jorai angetan hast, hast du auch noch Crossbell annektiert und Nordumbria. Und jetzt planst du einen Krieg gegen Calvard? At the same time, you're working with the Black Workshop and trying to bring all the darkest parts of the world toward the surface. Und gleichzeitig arbeitest du zusammen mit dem Black Workshop und versuchst die dunkelsten Teile der Welt an die Oberfläche zu zerren. What are you? No. Why are you doing this? Warum tust du das alles? It sounds as though you figured a great many things out on your own. Es klingt so, als hättest du viele Dinge selbst herausgefunden. First, allow me to commend you for not being consumed by your false hero's title. Zunächst einmal möchte ich loben, dass du nicht abgehoben bist wegen deines falschen Heldentitels. Very well. I shall start with your first question. Ich beginne mal mit deiner ersten Frage. After I lost Kasha, I left you in Ymir, and 3 months later his Majesty bid me investigate the Hamel incident. Nachdem ich Kasha verloren habe, habe ich dich in Ymir zurückgelassen und 3 Monate später hat mich seine Majestät gebeten, den Hamel-Vorfall zu untersuchen. Afterward, I went to negotiate with the Queen of Liberl. Danach bin ich nach Liberl gereist, um dort mit der Königin zu verhandeln. The Queen agonized over the decision, but I knew she wanted peace as soon as possible. Eventually she agreed to the terms of the ceasefire. Der Königin ist die Entscheidung nicht leicht gefallen, aber ich wusste, dass sie so schnell wie möglich Frieden wollte. Also, klar, die Königin wollte jetzt diesen Hamel-Vorfall nicht unbedingt unter den Teppich kehren, aber sie wollte halt so schnell wie möglich Frieden. Irgendwann hat sie dann den Bedingungen des Waffenstillstands zugestimmt. The noble officers behind everything, led by Lecter's father, were given the death penalty, and the 4 great houses were put in check. Die adligen Offiziere, die hinter all dem steckten, angeführt von Lecters Vater, bekamen die Todesstrafe. Und die 4 großen Häuser wurden kontrolliert oder überwacht. All in a single month. In recognition of my accomplishment, His Majesty appointed me Chancellor. Innerhalb eines Monats, als Anerkennung für meine Errungenschaften, hat mich seine Majestät dann zum Kanzler ernannt. I'm grateful to Theo. Ich bin Theo dankbar, also Theo Schwarzer.
He accepted my request not to reveal anything to you. Er ist meiner Bitte nachgekommen, dass er dir nichts erzählt. But at the same time, it meant I had to sever my ties to both you and him. Aber gleichzeitig bedeutet das natürlich auch, dass ich meine Bande kappen musste mit dir und ihm. Ja, das ist ihm bestimmt nicht leicht gefallen. As a revolutionary, taking on the four great houses, I needed to be on my own. I couldn't have anything holding me back. Als quasi Revolutionär, der es mit den vier großen Häusern aufnehmen wollte, musste ich auf mich allein gestellt sein. Es durfte nichts geben, was mich irgendwie aufhalten konnte. Ja, wenn man seinen Sohn hätte entführen können oder wie auch immer, oder sagen können, ja, ihn irgendwie erpressen könnte. Ja, man sieht wieder, Osborn hat aus seinem Blickwinkel alles so getan, wie er es für richtig hielt. Übrigens, da muss ich nochmal zu dieser, zu diesen Prophezeiungen zurück. Nehmen wir mal an, es gibt Prophezeiungen, die sagt, so und so wird das passieren. Und es gibt jetzt eine Person, die will diese Prophezeiung erfüllen und kämpft daher dafür, alles zu tun, damit diese Prophezeiung erfüllt wird. Und der Zweck heiligt die Mittel, also das heißt, es wird alles Mögliche getan, aber diese Person denkt halt, sie kämpft halt für das Gute, weil sie meint, das ist der einzige Weg, in die Welt zu retten, indem man die Prophezeiung erfüllt. Jetzt gibt es eine andere Person, die sagt, nein, nein, die Prophezeiung ist völlig falsch, sie führt uns ins Unglück. Ich bin fest davon überzeugt, ich habe andere Erkenntnisse, ich bin fest davon überzeugt, wir dürfen die Prophezeiung nicht erfüllen, wir müssen es anders machen. Und setzt jetzt Himmel und Hölle in die Bewegung, um diese Prophezeiung nicht zu erfüllen. Und deshalb gibt es natürlich einen Kampf zwischen der ersten und der zweiten Person und ihren Anhängern. Und beide denken aber von sich aus, sie kämpfen für das Gute. Niemand sagt sich jetzt, nein, ich will jetzt aber die Welt ins Unglück stürzen. Sondern sie meinen, sie gehen den richtigen Weg. Sie haben halt unterschiedliche Ziele, aber beide glauben, es ist der richtige Weg. Und deshalb glaube ich momentan noch, auch beim Kanzler, dass er der Meinung ist, den richtigen Weg zu gehen, genau wie Rian der Meinung ist, den richtigen Weg zu gehen und wie Vita der Meinung ist, den richtigen Weg zu gehen. Nur bei Ouroboros, da glaube ich schon, dass die halt ja die Welt stürzen wollen. Also die haben ja ein Interesse an Anarchie. Die wollen, dass es keine Ordnung mehr gibt, dass das Chaos regiert. Das ist das Ziel von Ouroboros. So her name was Kasia, the woman who gave birth to me. Also war ihr Name Kasia, meine Mutter. Once I became Chancellor, I crushed those who opposed me, expanded our railway network, and garnered even more power. Als ich dann Kanzler wurde, habe ich diejenigen, die sich mir in den Weg stellten, aus dem Weg geräumt. Ich habe unser Schienennetzwerk ausgebaut und habe mehr Macht angehäuft. Behind the scenes, I also made deals with Ouroboros and joined forces with the Black Workshop. Hinter den Kulissen habe ich sogar Bündnisse geschlossen mit Ouroboros und mit dem Black Workshop. After the incident in Liberl, I cut ties with the Snakes and robbed them of the Black Workshop's loyalty. Nach dem Vorfall in Liberl habe ich meine Bande mit den Schlangen gekappt, also keine Geschäfte mehr mit Ouroboros, und ich habe dafür gesorgt, dass sie nicht mehr die Loyalität des Black Workshops genossen haben. Das heißt, Black Workshop hatte nur noch für Osborn gearbeitet und nicht mehr für Ouroboros. Und ich meine, rechts oben hier, das ist Professor Weißmann, den wir da sehen, also im Vordergrund. Und im Hintergrund, das ist da auch noch so ein Professor rechts hinten. Ach Mann, ihr habt mir das alles schon mal gesagt, aber
Das Spiel ist lang und mein Gedächtnis ist löchrig. Then, 2 years ago, I used Rufus to fell the Noble Alliance from within. Dann vor 2 Jahren habe ich Rufus dazu benutzt, um die Allianz der Adligen aus dem Inneren zu zerstören. And ultimately, I stole Ouroboros' Phantasmal Blaze Plan right out from under them. Und schlussendlich habe ich dann den Phantasmal Blaze Plan direkt Ouroboros unter den Händen weggeklaut. What even ja, is the Phantasmal Blaze Plan? Die Frage wollte ich auch gerade stellen. Was ist dieser Phantasmal Blaze Plan überhaupt? And what are you planning to do with it? Und was hast du jetzt damit vor? Rean, ich verstehe jetzt auch... Ja doch, ich verstehe schon, warum er aufgebracht ist. Es wäre nur vorteilhaft, wenn er ruhiger mit ihm diskutieren würde. Denn ohne, dass man jetzt die ganze Hintergrundgeschichte kennt, bringt ja diese Aufregung auch nichts. Denn, wie gesagt, vielleicht hat Osborn ja gute Gründe dafür, das zu tun. Aber ich wäre genauso aufgeregt. Also ich wäre da nicht besser, wenn ich jetzt mitkriegen würde, was Osborn alles gemacht hatte. Also ich hätte natürlich nicht den Mut, mich Osborn so gegenüberzustellen. Aber wenn ich diesen Mut hätte, dann wäre ich auch sauer darüber, was Osborn alles für Verbrechen in Anführungszeichen begangen hat. By this point, it's safe to say Ouroboros' goal is no different from their gospel plan in Laburl. Ja, also links, das ist dieses komische Artefakt-Flugschiff. Was in Trails in the Sky, glaube ich, benutzt wurde. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Was die damit jetzt überhaupt machen wollten, habe ich schon wieder vergessen. Ja, jedenfalls kann man jetzt mit Sicherheit sagen, dass das Ziel von Ouroboros nichts anderes ist als der Gospelplan in Liberl. The acquisition of Adios' treasures. Ah ja, genau. Ouroboros möchte ja die Artefakte von Aidios haben, die Septerions. Die Septerions, zur Erinnerung, sind ja, ja uralte Artefakte. Man sagt, dass die Göttin Aidios sie selbst erschaffen hat oder in die Welt gebracht hat. Und die sorgen natürlich für große Macht. In Crossbell, they used the false phantasm to awaken the blaze in Erebonia. In Crossbell haben sie also ein falsches Phantasm, also ein Phantom, benutzt, um den Blaze in Erebonia zu erwecken. Also Blaze wäre dann ja quasi so eine Art Entflammung. Ich will noch mal eben gucken, ob es dafür noch andere Bedeutungen gibt, die jetzt hier besser passen. Also ich gucke erstmal auch noch mal Phantasm, obwohl das ja eigentlich klar ist. Ja, Trugbild, also sie haben eine Illusion erzeugt, um dann Erebonia zu irgendwas zu zwingen. Ja, ein Brennen, ein Lodern. But the prize they seek is more than simply that blaze. Aber Ouroboros möchte jetzt nicht nur dieses Auflodern von Erebonia. This dark land once housed 2 treasures. Dieses dunkle Land beheimatete einst 2 Schätze. The clash between the 2 of them resulted in the creation of the Great One. Und der Kampf, der zwischen den beiden entbrannt ist, resultierte in der Erschaffung des Erhabenen. All the people, things and history of Erebonia are inexorably entangled in its blessings.
All die Menschen, die Dinge und die Geschichte von Erebonia sind verstrickt, sowohl in die Segnung als auch in den Fluch, der daran liegt. I'm sure you've been able to deduce that much from certain historical documents you've been reading. Ich gehe mal davon aus, dass du das schon alles selbst herausgefunden hast durch die historischen Dokumente, die du gelesen hast, oder? So, ich musste kurz unterbrechen. What are you? Pardon me, Your Excellency. Entschuldigt mich, Eure Exzellenz. The Emperor is calling for you. Der Kaiser ruft nach euch. Oh nein, jetzt kann er uns nicht weitere Fragen beantworten. Wir waren doch gerade erst bei Frage 1. Understood. Verstanden. That should be all for now. Das sollte dann erstmal alles sein. Wait! We're not done yet! There's so much more I need to ask. How did you survive being shot to the heart? Wie hat er den Schuss überlebt? Are you the same as the Jaeger King, the Steel Maiden and Siegfried? Or does it have something to do with the scar on my chest and this power I have? Yeah. 14 years ago, when we were attacked, your heart was punctured by debris. Kasia, your mother, she begged me to save you. So, I made the decision to give my heart to my son. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. That is the reason Crow Armbrust shot to my chest did not find its mark. I'll leave the rest for you to figure out. It's the same riddle I've given to the Ironbloods. Krass. Major, escort him back to the venue. Our gallant hero seems a bit disoriented at the moment. Ja, super schade, dass ich das jetzt gerade nicht übersetzen kann, weil der Text automatisch immer weitergeht. Ich muss gleich erklären, was passiert ist. A resin gun that fires gunpowder bullets can't be found by metal detectors. Eine Waffe aus Calvert übrigens, also Verne Company. Ist ja ein Agent aus Calvert. Gut, aber das Thema machen wir viel, viel später. Jetzt müssen wir erstmal über das reden, was Osborn gerade so schnell gesagt hat, ohne dass ich es übersetzen konnte. Ich hatte ja schon mal den Gedanken, mit Rians Narbe, dass Rian vielleicht gar kein Mensch sein konnte. Ich hatte mal beim Gespräch mit Milium und Altina überlegt, ist Rian vielleicht überhaupt ein Mensch oder ist er künstlich erschaffen worden? Oder ist vielleicht irgendwas bei ihm so Cyborg-mäßig ausgetauscht worden? Das war aber gar nicht so, sondern es gab eine reine Herztransplantation. Das heißt, Rian ist ein normaler Mensch, der aber bei einem Angriff einen Metallsplitter abbekam durchs Herz und deshalb war sein Herz zerstört und musste, er brauchte halt eine Herzverpflanzung. Und da hat sich sein Vater als Spender angeboten. Tja, und das war ja eine andere Theorie von mir, wo ich mal dachte, wie kann der Kanzler einen Schuss ins Herz überleben? Vielleicht ist er ein Vampir. Vielleicht hat er aber auch kein Herz. Ich habe ja mal das Märchen von Hauf schon mehrfach angesprochen. Hier das kalte Herz, wo sich jemand hat einen Stein einpflanzen lassen. Jetzt kennen wir aber die Beziehung vom Kanzler und zum Black Workshop. Daher können wir davon ausgehen, dass es etwas Künstliches ist. Der Kanzler wird also ein künstlich am Leben gehalten durch irgendeinen Apparat vom Black Workshop, würde ich mal sagen. Und das ist schon krass. Also erstmal zeigt es, wie sehr der Kanzler
seinen Sohn liebt, welches Opfer er gebracht hat, damit sein Sohn weiterleben kann. Und aus der Perspektive, aus der Perspektive des Kanzlers, wirkt Reans Verhalten jetzt richtig undankbar. Reen würde gar nicht mehr leben, wenn der Kanzler nicht gewesen wäre. Also er würde sowieso nicht leben, weil der Kanzler sein Vater ist, aber auch danach noch hat der Kanzler nochmal sein eigenes Herz gegeben, damit Reen weiterleben kann. Das ist schon krass. Tja. Und was hat Ash jetzt vor? Mit seiner Waffe? Will er den Kanzler erschießen? Ins Herz? Jedenfalls, wir wurden ja, bevor wir den Palast betreten haben, untersucht. Gab ja Taschenkontrolle, aber diese Waffe wurde nicht gefunden, weil sie eben auch nicht durch Metalldetektoren gefunden werden kann. Vielleicht ist sie aus dem 3D-Drucker. Naja, sie ist aus Harz, sagt er halt. Everything falling into place like this is way too convenient. I don't like it. Dass sich diese ganzen Mosaikstücke so leicht zusammenformen zu einem Gesamtbild, ist einfach zu praktisch. Das gefällt mir nicht. Well, I guess beggars can't be choosers. Tja, als Bettler kann man nicht wählerisch sein. Aber das heißt ja auch, warte mal, nochmal Phantasmal Blaze Plan, Kanzler hat den übernommen. Das heißt, der Kanzler möchte auch die Septerions alle bekommen, ne? Davon bin ich ja eben ganz abgekommen. Der Kanzler möchte die ganzen Septerions haben, um was damit zu tun? Weltherrschaft? Oder will er sie vernichten? Oder was? I know His Excellency isn't a normal person. Ich weiß, seine Exzellenz, der Kanzler, ist kein normaler Mensch. But I believe somewhere deep down he still cares for you. Aber irgendwo tief im Innern sorgt er sich noch um dich. Ja, übrigens, das wollte ich auch noch drauf hinaus, während der Kanzler so lange geredet hat. Er hat sein Herz gegeben. Für seinen Sohn. Und damit hat er kein eigenes Herz mehr. Und ein Herz hat natürlich auch eine symbolische Bedeutung. Hat er sich deshalb also zu einem anderen Menschen entwickelt, weil er sein Herz nicht mehr hat? Ist ihm das Mitgefühl abhanden gekommen? Ist er deshalb zu einer quasi berechnenden Maschine geworden? Nehmen wir mal an, er hat ein künstliches Herz. Nehmen wir mal an, so Cyborg-Technologie. Man lässt den Körper Stück für Stück durch mechanische Teile ersetzen. Verbessert den Körper dadurch. Ab wann hört man denn auf, Mensch zu sein? Und hier, das symbolische Herz ist nicht mehr da. Ist er jetzt, denkt er jetzt wie eine Maschine vielleicht auch? Oder ist es halt nur das Herz, was halt weg ist? Es kann eben sein, dass ihn das beeinflusst hat. Huh? Myself, Lecter, Milliam. Lecter, Milliam und ich. Likely even Rufus as well. His Excellency has personally lent his help to each of us. Und vermutlich auch bei Rufus war es so, dass seine Exzellenz uns persönlich geholfen hat. It's possible he thought of us as a replacement for you. Vielleicht hat er geglaubt, dass wir dich ersetzen können. Thank you. I'll try to sort through all this somehow. Danke, ich denke, ich muss noch eine Weile über die Sachen nachdenken. Reen! Instructor Reen! I heard His Majesty called you in to speak with him? Ich habe gehört, der Kaiser wollte mit dir reden. Chancellor Osborne as well. Und auch Kanzler Osborne? You spoke with both of them? Du hast mit beiden geredet? You're looking a little bit green around the gills there.
Du siehst ein wenig grün bei deinen Kiemen aus. She's right. Ist immer toll, wenn man Redewendungen nicht kennt und die dann einfach so wörtlich übersetzt, ne? Also ich würde einfach sagen, Rean sieht ein bisschen blass aus. Nach dem Gespräch. Also ich wäre jedenfalls blass nach dem Gespräch. Ich müsste mich erstmal hinsetzen. Und das einordnen, was ich da gehört habe. What happened? Was ist denn passiert? I can't talk about it just yet. Ich kann darüber jetzt noch nicht reden. All I can say is that nothing is over yet. And something's about to begin. Was ich nur sagen kann, dass noch nichts vorbei ist und etwas Neues gerade erst beginnt. Once this party's over, can we all get together and talk? Sobald diese Party hier vorbei ist, müssen wir uns mal zusammensetzen und reden. Yes, of course. Ja, natürlich. I think I can better explain what's going on behind the scenes now. Ich glaube, ich kann jetzt auch besser erklären, was hinter den Kulissen passiert. If time permits, I'll tell you all about my circumstances too. Und wenn es die Zeit erlaubt, werde ich dir auch von meinen Erlebnissen erzählen. We can come too, right? Wir dürfen doch auch mit, oder? Yeah. We're all on the same boat at this point. Ja, wir sitzen doch alle im gleichen Boot. You too, Toa. Und du auch, Toa. Of course. I'll be there. Natürlich komme ich auch. Where's Ash? Wo ist eigentlich Ash? Huh? I don't see him anywhere nearby. Ja, ich kann ihn nirgends entdecken. Wasn't he talking with you earlier, Kurt? Der hat doch vorhin mit dir geredet, Kurt, oder? Yes, he said he needed to use the restroom. Though that was some time ago. Er sagte, er müsste mal zur Toilette, aber das ist schon eine Weile her. Is it happening? Geschieht es? Lecter, Claire! So that's how the Orphan of Hamel's gonna be used, huh? So wird also das Waisenkind aus Hamel benutzt. Claire! Milliam, with me! Claire, Milliam, ihr kommt mit. Let's follow them. Wir folgen ihnen. Oh, where is everyone headed? Wo wollen die denn alle hin? Did something happen? Ist irgendwas passiert? Please wait here. I'll go ask. Ihr wartet hier, ich frag mal nach. He certainly doesn't change. Er verändert sich wirklich nicht. Ah, but that's what makes him him. Aber das macht ihn doch zu ihm. Also nur deshalb ist er auch er. Ist Campanella? Nee, ist Cedric. He's a warrior with an iron will, ready to put his life on the line. Er ist ein Krieger mit einem eisernen Willen. Immer bereit, sein Leben zu riskieren. It's comforting to know such a person is our leader. Es ist doch beruhigend zu wissen, dass so ein Mensch unser Anführer ist. Well, well. It would appear you're already fitting in as a member of the group. Ach ja, Mensch, du scheinst ja wirklich schon gut in die Gruppe reinzupassen. Was zuvor geschah. I plan to make this announcement during the summer festival. Diese Ankündigung werde ich während des Sommerfestes machen. I can't imagine it will be easy. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es leicht wird. But knowing you, you're already well prepared. Aber so wie ich dich kenne, bist du bereits gut vorbereitet. You're too kind. Ja, du bist zu gütig. Pardon the intrusion. Er hält sich wieder so den Kopf. Wird er eventuell beeinflusst? Ist das so, dass er irgendwelche Anweisungen durch Gehirnströme bekommt? Hat er ein Implantat? Man weiß es nicht. You are Ash Carbide of Thor's Branch Campus, Class 7. Das ist Ash Carbide von der Zweigstelle Thors, Klasse 7.
The third survivor of Hamel. Der dritte Überlebende von Hamel. Was führt dich hierher? Hamel. So it comes back to that yet again. Hamel, also läuft es wieder darauf hinaus. My left eye is aching real bad. Mein linkes Auge tut mir sehr weh. Been that way since I was a kid. Und das ist schon so, als ich noch klein war. That scene is burned into it. Da hat sich diese Szenerie eingebrannt. Even years later, when I was taking care of my mom. Selbst noch Jahre später, als ich mich um meine Mutter gekümmert habe. I kept hearing the voice. Hörte ich noch immer die Stimme. Ah, das war also gerade die Stimme, die wir gehört haben, wo ich dachte, mit wem redet Ash denn da? Es war die Stimme in seinem Kopf. Kill the vile one. Kill the vile one. The Jaegers that attacked the town were slaughtered. You executed all the masterminds. Die Jäger, die die Stadt niedergemetzelt haben. Nein, die Jäger, die die Stadt angegriffen haben, wurden niedergemetzelt. Du hast alle Hintermänner exekutieren lassen. Hamel's name was wiped off the map. Der Name Hamel wurde von allen Landkarten getilgt. You're the one who let this happen, Emperor. Und du hast das zugelassen, Kaiser. Maybe the Queen of Laburl is just as guilty for keeping quiet. Vielleicht ist auch die Königin von Liberl genauso schuldig dafür, dass sie den Mund hält. Or maybe the other two, for running away and leaving me for dead. Vielleicht auch die anderen beiden, weil die einfach weggelaufen sind und mich für scheinbar tot zurückgelassen haben. Or even that scarecrow guy, the son of the mastermind. Vielleicht auch dieser Scarecrow, der Sohn des Drahtziehers. Hey, tell me. Okay, da sieht man doch wieder so eine lila Aura. Also, ich meine, das ist ein Zeichen dafür, dass er fremd gesteuert wird. Durch irgendeine Macht. Also, sagt es mir. Who do I gotta kill? To get rid of all this pain. Wen muss ich jetzt umbringen, um diesen ganzen Schmerz loszuwerden? Vom Logischen her kann ich es mir überhaupt nicht erklären, weil der Kanzler und der Kaiser sind doch Leute, die das Hamel-Verbrechen eindeutig bestraft haben. Klar, das Verbrechen kann man nicht wieder rückgängig machen, aber die Leute wurden alle bestraft, mit dem Tode übrigens. Warum will Ash jetzt gerade einen von denen umbringen? Das leuchtet mir nicht ein. Das kann ich mir nur erklären, dadurch, dass er jetzt hier von irgendeiner bösen Macht fremdbestimmt wird. The curse. Der Fluch. Yes, this is the sacrifice from the prophecy. Genau, das hier ist das Opfer, von dem in der Prophezeiung gesprochen wird. It is only fitting it be me. Es wäre nur angemessen, wenn ich es bin. But don't aim for my heart. That won't do you any good. Aber ziel nicht auf mein Herz. Das bringt dich nicht weiter. Aim here. Du musst auf den Kopf zielen. It would be your best chance of killing me, if there is any chance at all. Das wäre die beste Chance, mich zu töten, wenn es überhaupt eine Chance gibt. Ash, was it? It won't work on him. Ash war sein Name. Es funktioniert bei ihm nicht. He's no human. I have my doubts he's even capable of dying. Er ist kein Mensch. Ich habe meine Zweifel, dass er überhaupt sterben kann. Your Majesty. I don't want this young man's actions to be wasted. Ich möchte nicht, dass die Handlungen dieses jungen Mannes verschwendet sind. Ash, I am the one responsible for Hamel.
Ash, ich bin derjenige, der verantwortlich ist für das, was in Hamel geschehen ist. Oh, wow. Die beiden kennen die Prophezeiung. Die beiden wollen die Prophezeiung erfüllen. Und sie sind bereit, das Opfer zu bringen, was in der Prophezeiung verlangt wird. Let your years of suffering end with me. Mögen deine Jahre des Leidens gemeinsam mit mir ein Ende finden. Why the hell would you? Krass, ey. What? Huh? Damn it! He needs medical attention. Ja, ob das doch hilft. Sieht auf jeden Fall viel blutiger aus als als bei Osborn. Your Highness. Get the medics. Also damit hätte ich total nicht gerechnet, dass der Kaiser in diesem Spiel stirbt. Also in diesem Teil 3. Is he the one responsible? Yes. Unfortunately. I thought we'd captured all the Calvardian agents. Is there a chance he was one of them? A Verne Company gun made with resin parts. It would not have been found by a metal detector. Unfortunately. I cannot deny the possibility. Ja, kann gut sein, dass Ash ein Agent aus Calvert war, weil er eben diese Waffe von der Firma Verne hat. Wow, und damit ist das Kapitel 4 zu Ende. Krass, krass, krass. Das heißt, es gibt dann noch ein Epilog. Oder noch ein fünftes Kapitel? Ich weiß es nicht. Wow, 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 ey. Und so lange war jetzt die blockierte Szene, ja. Und das war es auch wirklich wert. Also diese Szene als wichtig einzustufen, alles, was da passiert ist, seitdem wir mit dem Kaiser geredet haben. Wow, Wahnsinn. Ja, das müssen wir erstmal sacken lassen. Ich bin sehr auf eure Kommentare gespannt. Wir sehen uns ja schon bald wieder. Ich nehme das Ganze hier jetzt Karfreitag auf und ich schätze mal, diese Szene jetzt gerade, das wird eure Ostermontagsfolge sein oder Sonntagsfolge. Ich bin jetzt gerade nicht so im Thema. Aber es ist auf jeden Fall etwas, worauf ich noch zügig reagieren kann jetzt auf eure Kommentare. Gut, dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.